wir nach Hause kommen, dann werden uns bestimmt echt viele Leute erkennen. Ich glaube, das sollte man auch nicht unterschätzen. Man läuft einfach Gefahr, wenn man in der Öffentlichkeit steht, dass man auch immer Menschen hat, die einen suspekt finden, eklig finden. Ich gehe fast immer, vor allen Dingen letztes Jahr, mit Security aus dem Haus und meine Zuschauer wissen das gar nicht. Es ist eines meiner größten Geheimnisse. Warum? Es ist, weil einfach der Hass nicht nur online bleibt bei mir, sondern ist nicht er ist in die Realität. Du hast auch Hass? Also meiner Mutter rufen sie Hurentochter nach oder was ist eigentlich mit deinem Schwuchtelsohn? Nein, bitte nicht. Meine Mutter wurde fast angespuckt auf der Straße, unsere Adresse wurde gepostet. Aber du redest jetzt von heute, nicht von vor 20 Jahren? Ich rede von ungefähr so 3 Monaten, wo es das letzte Mal passiert ist. Das ist nicht dein Ernst. Für eine Mutter muss das so schwer sein, wenn das eigene Kind auf der Straße beleidigt wird. Mein Hund wurde auch mal als hässlich bezeichnet und das hat mich so getroffen. Und es ist auch noch mal was anderes, wenn... Ja. Wenn du als androgyner Mann polarisierst, das erweckt einfach Hass in vielen Leuten. Okay. Und heftigen Hass. Also es gibt ja wirklich kranken Hass, den Leute so auf mich richtig haben. Kranker, ja. Kenn ich. So, wo du denkst, so, Alter. Ich habe eine Hatewelle gehabt. Das war, glaube ich, die größte Hatewelle, die ich in meinem Leben hatte. Ich weiß nicht, habt ihr mitbekommen, dass in Deutschland die Flugkatastrophe sehr stark war? Ja. Du musst dir vorstellen, in ganz Deutschland waren Überschwemmungen und ich war, also es ist auch schön, dass ich jetzt eigentlich mal drüber reden kann, weil das ist, also das hängt mir bis zum heutigen Tag nach und ich lese wirklich von Männern, von alten Männern, von Frauen jedes Alters, lese ich wirklich immer, ich hasse ihn seit der Flutkatastrophe. Warum, was war das? Ich wurde damals angerufen von meiner Mom, die nicht zu Hause war, du musst sofort nach Hause, der Keller läuft über und ich war so, okay, was geht jetzt ab? Bin aber ja auch ein Influencer, hab natürlich super viel Content gemacht. War auch ein bisschen melodramatisch. Hab gesagt, guck mal, bei mir läuft der Keller unter. Was aber viele nicht wissen, und das ist bis zum heutigen Tage so, ich wusste nicht, dass das ein Riesenproblem in ganz Deutschland ist. Familien sind gestorben. Keller sind abgesoffen bei super vielen Leuten. Dann bin ich nach Hause gekommen, habe da auch wieder alles dokumentiert. Und habe gesagt, wenn ihr mehr von den Überschwemmungsvideos sehen wollt, dann seht ihr die in meiner Story. Und ich kann mir seitdem anhören, dass ich das Leid der Menschen ausgenutzt habe. Oh ja. Der Satz hört sich problematisch an. So schaut in meine Story, dann seht ihr mehr von den Überschwemmungsvideos. Aber es war nicht menschenverachtend gemeint. Ich würde niemals das Leid der Menschen ausnutzen. Aber es hängt mir bis heute nach. Man hat teilweise schon Angst davor, was könnte als nächstes kommen? Was haben die Leute als nächstes zu kritisieren? Ich kann von Herzen mich 10-mal für etwas entschuldigen und es wird bei mir immer ein schlimmeres Ausmaß haben. Und es macht mich traurig. Das ist so das Krasse an den Menschen, die dich nicht kennen, sondern nur auf Social Media. Egal, was für positive Sachen du jetzt machen würdest, es wäre trotzdem scheiße für die. Aber das ist für mich einfach so Hate, der mich trifft. Ja, glaube ich dir. Weißt du, weil du kannst mich Arschloch nennen, du kannst mich dummer Schwuchtel nennen oder was weiß ich was, aber ich bin ja kein schlechter Mensch. Dass ich für meine Art und mein Dasein irgendwie beleidigt oder bedroht werde, das habe ich eigentlich schon seit, es ist schlimm, dass man sagen muss, aber ich glaube seit Kindes an. Ich bin ja schon eher nicht sehr maskulin und ich glaube, das ist schon so, dass es Leute sehr aggressiv macht. So, mich macht das traurig und mich macht es auch deswegen traurig, weil zum Beispiel meine Mutter sich ja dann Beleidigungen auf der Straße geben muss. Wow. Für etwas, was ich aber nie so meinte. Ich möchte einfach nicht, dass meine Mama sich Sorgen macht. Am Ende des Tages, ich mache, was ich will. Können die ganzen Idioten gerne hinter meinem Rücken lästern, weil da gehören sie hin. Ich guck nicht nach hinten, ich guck nach vorne. Oh.